Hallo da draußen, meine lieben Freunde, wir sind zurück hier in unserer kleinen Festung und wir können eine Erweiterung bauen, und zwar diesen Ölbohrturm. Wobei mir gerade auffällt, wie viel Schrott habe ich denn gerade dabei? Wo sehe ich das denn nochmal? 635 reicht leider nicht ganz, um das Ding da hinten auszubauen. Aber immerhin, dieses Ölding können wir bauen. Magnum Opus wird automatisch aufgetankt, wenn du die Festung betrittst. Läuft. Gut. Madenfarm. Wasserspeicher. Ich glaube, den können wir als nächstes gönnen. Sind das da oben der Wasserspeicher? Das ist eine ganz schöne Tour. Und ich glaube, wir unten das Rennen sollten wir endlich mal in Angriff nehmen. Ups, hier geht's nicht runter. Heute springen wir mal nicht darunter, dann geht es mit dem Auto nicht gleich so schlecht, wenn ich starte. Hier ist alles recht ruhig, weil wir schon alles geklärt haben. Ja, bis auf die Penner hier. Krasser Rauch auf jeden Fall hier. Entschuldigung, aber die saßen da so ungünstig. Ich habe keine Patronen mehr. Gucken wir mal, ob wir den wieder mit der Patrone runterkriegen. Scheiße, den kriegen wir nicht. Na gut. Ein anderes Mal. Brauche auf jeden Fall vorher erstmal Sniper-Munition. Der Typ in den Turm nervt. Genau, der. Krasse Gebäude, Leute. Hier wird es ja immer richtig groß. Das ist ein Hafen, oder? All these black and lines spell carnally. Ah!
Und einer von denen hat noch ein Messer verloren, da genau. Nicht der Jahresflippen, die sollen einfach nur vorbeifahren. Und da fährt gerade eine Kolonne hier vorbei, so wie es aussieht. Wo sind sie denn? Ah, da vorne stehen sie. Ah, die fahren hier nur vorbei. Oh shit, aber es kommt ein Sandsturm, oder? Nee, es waren nur die Autos, ich dachte schon. Immer schön außen rumlaufen, um zu gucken, dass hier auch alles, also nichts übersehe. Nein! Yes, Snipergewehr, so muss es sein. Genau aus dem Grund bin ich da hochgegangen. Ich mir dachte, Mensch, da oben muss so was sein. Und das Snipergewehr kann ich gut brauchen, zumindest die Munition dafür. So, Wasserspeicherteile. Muss hier sein. Erfolgreich erledigt, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Sniper-Turm hier noch loswerden. Können wir ignorieren wir mal. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen zu stark für mich. Guck mal, das ist aber nicht der Sniper-Turm, den ich meinte. Den kann ich aber wegreißen, da brauche ich keine Brille dafür. So, dann war das Lager hier wahrscheinlich. So, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo das Lager war, wo ich gerade, wo ich gerade hinfahren wollte. Da sind Minen neben mir. Okay, ich würde sagen, wir treten einfach den Weg wieder zurück an. Wow, 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 nicht jetzt in die Feld fahren. Super, jetzt kommt auch noch ein Sturm, das wird immer besser. Was kommt die Gegner? Hallo? Hallo Gegner. Ich fahre leider in die falsche Richtung, was den Sturm angeht, ne? Oh krass, Leute. Das wird jetzt ein Absturz. Oh shit, man. Oh Gott, ich kriege so Gänsehaut, wenn ich das immer sehe. Rein in den Sturm, Leute. Und hinter mir die Jungs. Die sind mitten in den Sturm gefahren. Sind die mad oder was? Besiege innerhalb eines Sturms drei Feinde. Okay. Den lasse ich einfach mal da stehen, der ist mir egal.
völlig krass. Rein in die gute Stube, ey. Projektbelohnung bereit in 11 Minuten, da bin ich mal gespannt. Was gibt's denn in 11 Minuten? Stand gerade zumindest da unten. Halt, falsche Richtung. Der Wasserspeicher, das war immer blau, ah genau, da ist er. Max' Feldflasche wird automatisch aufgefüllt, wenn er die Festung betritt. Sehr gut, weil die war nämlich leer. So Leute, ich muss euch mal ganz kurz hier alleine lassen. Es hat gerade bei mir der Tür gedingelt. Ich bin gleich wieder da. Ergötzt euch so lange an diesem wunderbaren Feuer. Und an dem Arsch von dem Typen. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte diese kleine Pause. War so natürlich nicht geplant, aber das kann man sich nicht aussuchen, wann man denn ein Paket zugestellt bekommt. So. Ich hoffe, ihr habt genug Spaß gehabt mit dem Kart hier mit dem Feuer. Und meine Wasserflasche ist aber automatisch nicht voll, obwohl ich es gerade gebaut habe. What the fuck? Muss ich da jetzt hin oder muss ich rein und raus, um das Ding zu bekommen? Bauinfo. Okay, wahrscheinlich muss ich die Festung neu betreten, damit es funktioniert. So, was haben wir hier? Okay, die kann ich noch nicht benutzen. Zumindest steht, das kann ich nicht auswählen als Teile oder so. Das klingt schon wieder, Leute. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Witzigerweise war das jetzt Hermes von was DHL. What the fuck, Leute? Aber das Paket war gar nicht für mich. Der hat überall geklingelt im Haus. Manche Zusteller, diese Folge ist wirklich ein bisschen crazy. Bitte das zu entschuldigen. Echt verrückt, ey. Mann, ey. Na gut, dann machen wir hier die Folge mal ein bisschen mit Überlänge. Ich denke, das wird euch nicht stören.
haben wir hier? Die Madenfarm. So, schnappen wir uns da das nächste Teil. Wow, bei einer Treppe runtergefallen. So, meine Wasserflasche ist immer noch leer. Ups. Ja, so ähnlich habe ich es geplant. Ich wollte jetzt nur wissen, ob meine Wasserflasche aufgefüllt wird. Warum kriege ich meine Wasserflasche nicht? Da steht automatisch aufgefüllt. Ach so, hat er noch kein Wasser gesammelt. Ah, das Ding könnte noch kein Wasser. Projektbelohnung, das könnte sein. Kann sein, dass es noch nicht vorhanden ist, weil die erst sammeln müssen. Ah ja, wie das genannt. Ganz kurz, warum sehe ich denn da auf meinem Radar so ein Pickzeichen? Das wird das sein, ne? Oder fahren wir mal. Wir fahren erstmal dahin. Machen diesen Sniperplatz, das war der Plan. Und dann würde ich sagen, tun wir ein bisschen aufräumen da oben im Norden. Dann machen wir den Heißluftballon. Und dann geht es wieder weiter mit der Mission. Passiert. Their lead truck, it carries a great powerful artifact on its hood. It would serve us well to wield such a mysterious force. Okay, das war bei uns das Lager mit den Snipern. Komisch. Na gut, trotzdem schauen wir da mal rein, oder? Kann sein, dass Mad Max völlig am Rad dreht? Wow. Just me left. But you see, I'm not I mean, there really is no. Der Typ, diese Warcry, ich sag's euch. Sind echt die geilsten, ey. Okay, da ist ein Schrott drin. Stay vigilant, my angel. Now this is Red Island, and they mostly come at night. Benötigt Explosionen. Zum Glück haben wir da einen Benzinkanister.
Hier war noch ein zweiter, mal sind noch einige. Warum habe ich das Toy nicht wegreißen können? Kann ich es wegsprengen? Jo. Sagen wir schon erstmal oben lang, was es hier so gibt. Ich wollte nur gucken, ob es hier in dem Eck vielleicht irgendwie ein bisschen Loot gibt. Nicht, dass ich das übersehe. Nope. So, hier drüben war ich noch nicht. Vier Insignien gibt's hier, okay. Recht groß die Bude hier, ne? Hier oben müsst ihr jetzt eigentlich alles durchhaben, oder? Gut, tut mir leid für diese Verzögerung heute noch, wie gesagt, während ich einfach Pakete bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange warten müssen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Reingucken und wünsche euch noch weiterhin gute Unterhaltung auf meinem Kanal. Macht's gut, bis bald. Ciao.